So, der Magen scheint voll zu sein. Der Hund meines Sohnes, den er so liebt, heißt Ume. Ich habe ihn vor langer Zeit verletzt im Wald gefunden. Mein Sohn hat ihn wieder gesund gepflegt. Deshalb versucht er ihn immer zu beschützen. Er ist so ein Weichei geworden, dass er überhaupt keinen Sinn mehr für Abenteuer hat. Aber wenn ein Mann im Wald lebt, dann gibt es Dinge, die ein Mann zu tun hat. Darum bestehe ich so sehr darauf, dass er eine neue Brücke baut. Ich bin sicher, dass er das kann. Ich muss ihm einfach nur vertrauen und Geduld haben. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass wir im Bild einfach nur warten weiterkommen. Da haben wir auch schon den Tag, wie man einfach nächtelang suchen kann. So, jetzt bin ich da auch ins Wasser gesprungen. Wie man aber einfach nächtelang durchsuchen kann. Das schaffen wir ohne Rose. Nein, schaffen wir irgendwie nicht, weil wir da nicht hochkommen. Irgendwie so noch hier ein kleines Seerosenblatt. Damit wir springen können. Aber irgendwo muss doch was sein. Ja, ich weiß, hier kommt ein Graben. Aber es bringt uns auch nichts, wenn wir nicht durch Steine graben können. So, was sagt denn unser kleiner Junge da hinten noch, wenn er jetzt wach ist? Darf ich ihn dann totrempeln? Schließlich wecke ich ihn damit ja nicht mehr. Auf jeden Fall hat er was zu sagen. Ja, mein Hund Uwe und ich haben neulich diesen Geheimort erkundet. Ein uraltes Gebäude, das als die Zuta-Ruinen bekannt ist. Wir waren niemals in den Ruinen in die Ruinen reinkommen, wenn wir nicht tief im Wald einen Schlüssel gefunden hätten. Aber als wir reingegangen sind, hörten wir aus der Tiefe ein schreckliches Brüllen. Ich bin sofort raus. Ich habe den Eingang zu den Ruinen wieder verschlossen und bin nach Hause gelaufen. Ich dachte, Umo wäre mir gefolgt, aber er war nirgends zu finden. Ich werde erst in den Ruinen gefangen. Er muss am Weinen sein, ganz alleine und voller Angst. Wenn du weißt, wo er ist, warum rettest du ihn denn nicht? Du solltest jetzt nicht angeln. Aber dafür gibt es einen Grund. Weißt du, auf meinem Weg von den Ruinen nach Hause bin ich am Wasser hingefallen und der Schlüssel fiel hinein. Ich habe mich ganz doll angestrengt, ihn wieder rauszuholen, aber ich habe alle meine Angelschnüre und Haken verloren. Alles, was ich noch habe, ist diese Angelrute. Interessant. Jetzt darf ich dich ja totprügeln, oder? Autsch. Hör schon auf damit. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Heulsusen. Du warst es, der seinen Hund in diesen gefährlichen Ruinen zurückgelassen hat. Also musst du tun, was immer auch nötig ist, um den Schlüssel zu holen und ihn retten zu gehen. Ah, aber hör zu, Junge. Beim Fischen geht es um die richtige Einstellung. Einstellung. Es gibt nichts, was man mit der richtigen Einstellung nicht fangen kann. Fische, Beute, was auch immer. Das kannst du dir alles holen. Komm schon, benimm dich, als ob du Spaß hättest. Wir werden es zusehen. Okay, anscheinend bringt das Totrempeln doch was. Dann hat ausnahmsweise mal irgendein Schwachsinn, den ich mache, mal was Nützliches bewirkt. Junge, dieses düstere Wasser ist schon ganz schön unheimlich. Die Leute nennen das hier den tiefen Abgrund, weil man den Grund nicht sehen kann. Aber das ist es nicht, wofür dieses Gewässer hier bekannt ist. Die Legende besagt, dass ein super riesiger Fisch hier einst die Reflexion des Mondes auf der Wasseroberfläche verschluckt hat. Niemand weiß, ob diese Legende wahr ist. Aber bis zum heutigen Tag erscheint der Mond nicht hier im Agatha-Wald. Diese Märchen interessieren uns nicht, okay, Kind? Sie sind so unheimlich. Denke positiver. Hab Spaß. Okay, Amy. Benutze deinen göttlichen Pinsel, um ihnen ein bisschen zu helfen. Da sollte doch etwas Angelschnur an der Angelrute sein. Aber da ist keine. Nun, mach einfach eine, indem du einen Strich von der Angelrute aus zum Fisch ziehst. Ach du Scheiße, der Text ist schön klein jetzt gerade. Zieh eine Linie, die Angelrute und Fisch miteinander verbindet, damit er anbeißt. Einmal am Haken, bewege den Kontrollstick,
entgegengesetzte Bewegungsrichtung des Fisches. Und wenn du zu stark ziehst, dann wandert die Kraftanzeige in den roten Bereich und die Lebensanzeige leert sich. Behalte den Fisch gut im Auge, übertreibe es nicht. Also, wir wollen möglichst die Kraftanzeige nicht übertreiben. Und wenn der Fisch nah genug ist, dann erscheint eine Taste. Schwinge die Wii-Fernbedienung, um den Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Wie erscheint eine Taste? Ach, egal. Benutze Kraftstreich, um den Fisch zu fangen. Wiederhole diesen Vorgang oft genug und vielleicht kannst du wirklich einen wirklich gigantischen Fisch einholen. Klingt interessant. Wir wollen den Fisch hier hinschauen. Interessant, muss man etwa hier beginnen? Anscheinend schon. Ja, vorsichtig. Und mit aller Kraft und so weiter. Geben wir mal unser Bestes. Ja. Das Glück kommt und geht. Gerade als du den Dreh raus hattest. Noch einmal versuchen? Ja, gerne. Ich bin halt nicht so der Profi-Angler anscheinend. Ja, welche Taste war es denn jetzt? Ach, egal. Komm schon, Fisch. Ich hau den Kontrollstick übrigens gerade dagegen. Wie man es vielleicht auch gehört hat am Klackern. Ja, nochmal versuchen. Ich bin halt echt kein guter Angler. Könnt ihr jetzt auch eure Punkt machen, wenn der Fisch da ist? Nein. Aber das ist ein kleiner, der muss doch fangbar sein. Komm schon, Fisch. Okay, da war ich nicht schnell genug. Aber langsam mache ich euch den Dreh raus. Aber warum erscheint eine Taste, wenn man keine Taste drücken muss? Das ist verwirrend. Ja, ich weiß. Kraftstreich, ich mache ihn doch, aber ich treffe den Fisch nicht. Ja. Ich glaube, das wird ein langer Part. Ein sehr langer Part. Ja, irgendwie muss es doch machbar sein. Ja, er hat angebissen. Und den kriegen wir jetzt aber. Ach komm, den habe ich jetzt aber erwischt eigentlich. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Man muss anscheinend den Kontrollstick. Nee, ich weiß nicht wie. Wenn ich den Kontrollstick gedrückt halte, dann geht er sofort wieder zurück. Aber wenn ich ihn einfach ganz oft mache, dann passiert das hier. Ich habe den Dreh echt nicht raus. Na gut, versuchen wir uns an Glück weiter. Den haben wir aber erwischt, gut. Hallo Fisch, ein Killifisch. Und ich schätze, was geht jetzt so lange weiter, bis wir den Schlüssel haben, den er über diese Ruinenschlüssel. Oder was darf ich mir jetzt darunter denken? Sollen wir diesen riesigen Fisch fangen, der den Mond gefressen hat? Hallo, ich drück doch nach links und jetzt nach rechts. Danke, wenigstens sind wir das an. Mir doch egal, dass ich gerade Leben verliere. Komm schon. Ach, wenn ich Leben verliere, dann lässt er nach. Ah.
Ich verstehe noch nicht, warum er ansonsten auch manchmal nachlässt, wenn er nicht gerade in den kritischen Bereich kommt. Angeln ist halt nicht mein Ding. Das sieht man ja auch wieder hier. Ja. Ja, noch einmal versuchen. Angelagelt kann man es aber nicht nennen. Ich kann so doll drücken, wie ich möchte. Und der Fisch gewinnt. Ich halte mich nun wirklich an die Anleitung. Jetzt kommt schon Fisch. Der hätte es aber anbeißen können. Und... Och. Ja, ich habe den Fisch gesehen und ich helfe ja auch gerne. Was soll ich denn da noch großartig tun? Ich mache schon, was ich kann. Ach, und das reicht dann plötzlich wieder. Für den nächsten Killifisch. Mal schauen, ob wir endlich das an Angel haben, was wir wollen. Und Fisch, komm her. War es ein Fisch? Ja, ein komischer, wollte gerade sagen. Eine Flusskrabbe. Das ist doch kein Fisch hier. Das ist auch ein Riesenfisch. Ich schätze mal, den wollen wir haben. War das unser Mondfresser hier? Oder was war das hier? Oder war es einfach nur ein Schlüsselfresser? Gut, hat er angebissen und dann holen wir ihn uns doch. Okay, der Fisch ist echt nicht klein. So, komm schon, Fischi. Erst rausziehen, dann Kraftstreich. Ich mach doch Kraftstreich hier. Werf mir nichts vor, Isun. Danke sehr. Was haben wir denn hier? Einen Riesenlachs. Yay, epische Siegesfanfare. Naja. Was bringt uns denn dieser Riesenlachs jetzt? Wow, das war ein großer. Hey. Das ist der Ruinenschlüssel. Er fiel direkt aus dem Maul von diesem großen Fisch. Jetzt kann ich Ume drüben bei den Ruinen retten gehen. Ich werde diesmal ganz hineingehen. Für mich gibt es jetzt kein Wegrennen mehr. Hey, gib mir das wieder. Hey, gut gemacht, Amy. Wir können schließlich nicht zulassen, dass dem Kind etwas passiert. Nun, auf was warten wir noch? Wir haben einen verlorenen Hund zu finden in den Suta-Ruinen. Auf jeden Fall kommen wir schneller voran als damals im Shinshu-Feld. Wo waren die Ruinen? Die waren da vorne. Am liebsten würde ich sogar noch einmal speichern gehen. Gab es echt nur einen Spiegel da hinten in der Höhle oder was? Ich sehe schon kommen, dass Mr. Funke jetzt irgendwo in die Kommentaren schreibt, da hast du einen Spiegel übersehen, da hast du einen Spiegel übersehen und da hast du einen Spiegel übersehen. Weil ich wahrscheinlich an 20.000 Stellen gerade schon einen übersehen habe. Was war hier drin? Ach, das war dieser Turm. So.
Die haben wir schon gefüttert. Und hier setzen wir gleich mal den Schlüssel ein.